Überrascht war er auch, wo er zuerst mal die vielen Kinder von der Jungjodelgruppe Lenkmatte St. Steffen und Erstetten getroffen hat. Und bei so Haufen Chormitglieder durfte ich fleissig die Hände schütteln. Hallo. Hey, salut. Hallo. 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 Das King, wie ich Musik singe, das ist das ein riesen Hühnerhaut-Moment. Ich hätte es nicht erwartet, dass es mich so viel mitreissen wird. Das löst emotional extrem viel aus und ist ein sehr dankbarer Moment. Ich war überrascht, dass das eigentlich fast professioneller war als die Sachen, die man schon gemacht mit Erwachsenen gemacht hat. Also sehr erstaunt. Und ich sage jetzt nicht, welche Clips, die wissen es selber, die nicht geübt haben. Es hat gefällt wie ein Ohren. Es ist halt immer mit Gofen. Es ist einfach sehr lustig, weil ich auch ein Gof, ein richtiger 50-jähriger Soul-Gof. Und irgendwie spüre das alte Kind, wie früher da mal ruhig rein. Und ja, das funkelt irgendwie gängig. Ich gehe gerne singen, weil es noch eine Tradition ist bei uns, dass wir noch jodeln gehen. Auch einfach, weil es noch ein bisschen Effekt. Mir gefällt eigentlich, dass man nicht alles so modern ist beim Singen und dass man einfach das hat, was man hat, wie es früher war. Ich tue gerne singen, weil es so erfrischend ist. Also, ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Jetzt weiss ich gar nicht, wie das Lied heisst, dummerweise. Wir haben den Jodel gesungen, also den, den wir geübt haben, heute und jetzt. Und ja, es hat sehr Spass gemacht mit diesen dreien. Es war extrem, wie die Kinder reagiert. Ich hatte extrem Freude. Die Eltern haben mir erzählt, sie seien nach Hause und haben den Grosseltern und den Götten, die wir nicht wollen, alles angerufen, um das zu erzählen. Und sie haben extrem Freude daran. Momo, er sieht schon noch schick aus, in diesem Mutz, unser Jesse. Aber das hat doch zu reden gegeben. Wie ist es? Nochmal. Zu ist vorgeglitzt. Nein, genau. Wenn man den zu tust, dann musst du auch vorglitzen. Ja. Wenn du offen hast, dann ja, du hast hinten. Die Zimmertaler gehen immer offen. Immer offen. Ja. Die Gewerkungen haben immer offen. Ja, genau. Also ich vor allem oft, dass sie den Thermal hinten lassen. Oder dass sie sie nicht vorglitzen müssen. Die meisten haben gar keine Manschettenknöpfe. Weißt du, ja. Ja, dass sie ja einfach so... Genau. Die meisten gar nicht. Ja, das sprengt darum, sonst... derartig unterarm wie Küngeli rennen. Das bringst du gar nicht über hin. Das Problem kenne ich. Zum Schluss hat es als Erinnerung noch ein Abschlussfoto gegeben. Gar nicht so einfach, 70 Kinder in Reihe und Glied zu biegeln. Aber mit etwas Geduld hat es dann doch noch geklappt. Bitte lächeln. Der King war eigentlich spannend. Egal wie ernst die das genommen haben. Ja, ernster als viele Erwachsene, ja, die wir so zwischendurch haben gelernt. Wo du vorher schon ein Bier saufen, bevor man aufnimmt. Ja, das ist so. Das ist bei den Kindern nicht passiert. Verbrenne mich immer wieder gern an dir.